So, Jungs und Mädels, auf geht's in die neue Runde und wir gucken uns gleich mal die Nummer an. Upp. Da haben wir einen Dreck vom schwarzen Mann. Unsere Setups, die wir ja nun mal regelmäßig nach Regelwerk handeln. Wir befinden uns im Moment in einem Abwärtstrend im 5 Minuten. Wir haben im 1 Minuten. Wir sind wahrscheinlich in der Korrektur im 5 Minuten. Die müssen wir uns jetzt anschauen. Das sind unsere eigentlichen Setups, die wir handeln wollen. Gucken wir uns das Spiel hier mal an. Da haben wir genau den Klassiker. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wir sehen, wie es flach wird, wie es schwächer wird. Plattouts. Durch geht's. Und dann heißt es, sich einen Einstieg suchen, was in der Situation hier schwierig gewesen. Jetzt müssen wir abwarten, was sich hier zeigt. Hier sind wir jetzt in der Korrektur. Bewegung, Korrektur. Das heißt, wir müssen abwarten. Wer von euch ist denn noch im DAX? Wer liegt oder wer ist denn noch im DAX investiert von denen, die hier dabei sind? Moin Georg, alter Hase. Ich will nicht sagen Häschen. Nicht so zurückhalten. Ihr könnt ruhig ehrlich sein. Ich bin es ja auch. Nach dem Schub von heute früh habe ich beschlossen, vor dem Wochenende meinen Take-Profit auf 9,320 zu legen. Unser Ziel, das erste Ziel ist die 9,3 unten und wir werden die Position, die wir inzwischen weit aufgestockt haben, bei 9,320 in diesem Bereich ungefähr, werden wir sie glattstellen. Nach anderthalb Wochen darf man das auch. Da haben wir sie. Die Position ist aufgestockt auf 150 Dachse. Wir sind mit 150 Dachsen im Moment dabei und haben den Stop von 7,15 auf 200 Punkte gezogen. Das heißt, im schlechtesten Fall fliegen wir mit 200 Punkten und den 150 Dachsen raus. Und ansonsten fliegen wir hier unten mit 400 Punkten raus. Dass wir neue Jahrestiefs kriegen, dass wir unter die 9,350 fallen, ist eigentlich so gut wie unausweichlich. Also das dürfte sogar heute spätestens morgen passieren, es sei denn, die Amis hauen jetzt direkt drauf und wir marschieren durch. Wir sehen, das Tagestief von gestern ist hier einmal durchschlagen worden, hat bis jetzt nach oben ganz gut gehalten und mein Stop oder unsere Stops liegen im Moment dort oben. Okay, die schauen wir dann im Euro, wer anfangen will, könnte hier drüber, kann man davon ausgehen, dass die Korrektur hier zu Ende ist. Ich werde anfangen, diese Position mit einer kleinen Position zu long aufgrund der 5 Minuten. Werde ich ein Drittel der Position in den Markt geben, um zu schauen, ja, Stop direkt darunter, Take Profit ziehe ich ein Stück weiter, weil, könnt ruhig Fragen stellen, nicht schlafen hier, Jungs und Mädels. Da Korrekturlevel sauber angelaufen in dem Bereich.
heißt Bewegung AB. Ziel ist die 90 Ohm, spätestens da. Aber es kann uns ja auch nichts passieren. Wir haben B-Drehstopp drin. Das heißt, wir sind bei 64. Wenn er an dieses hoch geht hier, wenn er genau da oben anläuft, sind wir auf jeden Fall Break-Even. Das heißt, die Position ist jetzt voll automatisiert. Der Stop wird automatisch auf plus 2 gezogen. Es kann überhaupt nichts passieren. Dann hoffen wir, dass er da oben durchgeht. Okay? Richtig, Georg. Die 5 Minuten sehen richtig gut aus. Stop liegt genau da drunter. Und jetzt heißt es abwarten, harren wir der Dinge, die da kommen. DAX begibt sich wieder Richtung Süden. Bupp. Schauen wir mal, wie die Jungs da drauf prügeln jetzt. Da ich die Position in der Größenordnung nicht übers Wochenende halten will, werde ich von den 150 DAXen, werde ich 130 da unten glattstellen und werde eventuell 20 mit durchziehen. Das müssen wir dann sehen, wenn wir soweit sind. Wir haben 160 Punkte Down Gap im Dow. Ab, nicht Up Gap, richtig? Warte. Ja, wir haben den Schlusskurs gestern. Im Bereich 2,80 und sind jetzt bei 1,20, also 160 Punkte Down Gap. Up Gap wäre Naum. Aber das würde ich jetzt auch nicht handeln, weil wenn er hier unten durch diese Kante fällt, wenn er da unten jetzt so einen kleinen Schubser kriegt, dann braucht nur einer da unten durchschubsen. 1, 2, 3, 4 mal versucht, 5, 6, 7, 8 mal, wenn er jetzt hier unten einen kleinen Schubser kriegt, nur so ganz kurz, bupp. So, wenn man an der Kante steht. Nee, Georg, wir haben den Schlusskurs gestern, wo? Ich habe den Filter jetzt nicht drin. $2,83. Und jetzt sind wir bei 16,118. Also haben wir genau 160 Punkte Down Gap. Das Gap ist ja nach unten. Wenn wir das Loch nach oben haben, wenn wir jetzt weiter oben öffnet, wenn wir jetzt hier den Schlusskurs hätten und der öffnet hier, dann haben wir ein Upward Gap. Das ist ein Down Gap. Aber ist egal, Loch ist Loch, oder? Und so wie der hier dran rumpickert, wird es mich gar nicht wundern, wenn wir gleich bei 16 Uhr, gleich bei der Eröffnung, weil er hat ja um 14 Uhr bei der Vorbörse nicht mal die Anstalten gemacht, irgendwo in die Richtung Long zu laufen und das heute nach unten gehandelte Volumen wieder nach oben zu drücken. Er hat nicht mehr angefangen zu zucken. Der Druck hier unten sieht nicht so ganz ohne aus. Wenn ich das jetzt in 5 Minuten umschalte, haben wir Minimum 3 Anläufe auf die Kante. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber wir haben ja auch noch 3 Minuten circa. Was macht der andere Junge hier? Upp. Ja gut, Stop liegt da drunter. Gucken. Abwarten. Wer die Position im DAX mithandelt und wer da irgendwie mit dabei ist, wir müssen damit rechnen, dass es relativ schnell Richtung Süden geht, Richtung 9,3 und dass das Tief
durchschossen wird und direkt wieder dreht. Okay. Multipro ist heute 35 Punkte vorne, höre ich gerade. Christoph hat es ja im Live laufen und die Titelzeile in der Welt, die Vorstände bei Audi, Porsche und VW sind vor dem aus. Danach sieht es auch aus, ja. Das ist auch genau das, was wahrscheinlich den DAX Richtung Süden drückt. Sicher ist das ein Beschleuniger für uns, aber die Setups, die wir handeln und die wir bisher gehandelt haben, die Analyse haben wir letzte Woche in der Traderwoche gemacht, die haben auch andere Gründe. Das Ziel, was wir jetzt anlaufen, war trotzdem, ich will nicht sagen unausweichlich, aber wer auf UFBAS mal ein bisschen nachgelesen hat, weiß, dass wir genau darauf hingehandelt haben, aber sicher, Freund Winterkorn und Kollegen haben ihren Part sauber erfüllt und dazu beigetragen, dass das Setup etwas schneller funktioniert. Wir haben es 15:29 und 30 Sekunden. Das heißt, wir warten jetzt noch die paar Sekunden ab, bis New York öffnet und dann dürfte der Tanz losgehen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass meine DAX-Position der Größenordnung heute Priorität hat. Ich werde die ein bisschen im Auge behalten. Dafür ist sie einfach zu groß. Ja. Bisschen nervöser Markt. Jetzt kommen die Jungs rein, wollen eventuell das Gap schließen, obwohl das im DAX schwer fallen dürfte. Und ich glaube auch nicht, dass sie im Dow Jones 150 Punkte machen. Aber selbst wenn sie die 150, 160 Punkte jetzt im Dow Jones schließen sollten, Georg, wie ich dich kenne, bist du wahrscheinlich gleich darüber long geschossen. Wenn die jetzt das Gap schließen sollten, wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen. Dann könnte es den DAX nochmal bis 9,460, 9,480 mitreißen nach oben. Und dann sollte heute Abend spätestens zum Wochenschluss morgen Nachmittag die 9,3 und 9,350 oder 9,330 geholt werden. Mir wäre es lieber heute, weil auch mein Nervenkostüm ist nur begrenzt belastbar. Da das Gap in Trendrichtung ist, ich weiß nicht, was du an Setups handelst, Georg, vielleicht kannst du mir das ja mal erklären, aber da das Gap in Trendrichtung ist, nämlich ganz klar nach Süden gerichtet, werde ich auch dieses Gap nicht handeln, sondern handeln werde ich nur Gaps, die entgegengesetzt sind. Das heißt, wenn wir jetzt gestern Schlusskurs bei 16,280 gehabt hätten und heute die Eröffnung bei 16,380, hätte ich mich breitschlagen lassen und gesagt, okay, Feuer Marianne, wir handeln das Ding. Ich handle aber nicht, wenn das Gap genau in Trendrichtung ist. Das heißt, es müsste das Gap und geschlossen werden, das auch noch gegen den Trend. So eine Dinge fasse ich nicht an. Aber wenn er durch das Hoch schlägt, hier könnte es durchaus sein, dass das den DAX ein bisschen mitnimmt, ein paar Leute im DAX ausstoppt, ein paar Gewinnmitnahmen verursacht.
Da sollte er schon durchkommen. Er sollte die Hochs bei 16,170 irgendwie. Wenn er die durchschlagen sollte, dann hochschießt und dann bestätigt, kann man überlegen, ob man im Down-a-Long-Position platziert. Ansonsten bleibe ich im Dow heute an der Seitenlinie stehen. Wir müssen es auch nicht. Wir haben im Euro heute schöne Positionen gehandelt und wir haben die Position im DAX, die langt für 3 Monate. Das, wenn die jetzt im schlechtesten Fall bei 9,5 rausfliegt. Aber im Moment stinkt der ganze Aktienmarkt danach, als wenn da noch fürchterlich was geht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir haben hier genau diese Kante, die seit heute Mittag ist. Im DAX sieht es ähnlich aus. Wir müssen auch damit rechnen, dass er hier nur ganz kurz durchschießt, die Stops abholt, um dann die nächste Umkehr zu machen. Aber im Moment sich gegen den Trend zu stellen und long zu handeln, ist schon fast Kamikaze. Aber da Georg ja eine saubere Strategie hat, vermute ich mal, dass er uns gleich irgendwie sagt, hey, ich habe 20 Punkte im Dow gemacht. Wer handelt die DAU-Position in der Regel überhaupt nachmittags oder die DAU-Setups? Sigi hat den Zutritt gefunden im 25. Anlauf. Willkommen beim Nachmittagshandel. Hattest du nicht letzte Woche auch die DAX-Position platziert in der Traderwoche? Da hat die Kante gehalten. Wenn er jetzt den Anlauf nimmt, hier unten durchknallt, dann hast du deine Position noch drinne? Ja, nicht mit dem Kopf schütteln oder nicken, das sehe ich nicht. Mit Plus raus, keine Nerven, okay? Die Kunst ist es dann im Gewinn abzusichern. Ich habe ja angefangen, die Position so zu platzieren, dass ich den Stop immer weiter nachgezogen habe, dass pro Tag 1.000 € draufkommen im schlechten Fall, wenn man ausgestoppt wird, dass sich der Stop immer weiter so aufgebaut wird, dass er mit 1.000 aufbaut. Mal gucken. Wir sehen hier am Kerzenmuster die Anläufe, wie sie genommen, Tock und dann direkt an der Linie wieder gekauft. Tock, direkt an der Linie wieder gekauft. Tock. Jetzt DAX und DAU vergleichen, läuft der DAU auch ein bisschen vorne weg. Aber der hat ja noch ein bisschen Luft. Noch hat er das Tief da unten nicht erreicht. Aber wenn er durchscheppert, dann richtig, dann dürfte freier Fall angesagt sein. Und dann nimmt der DAU mit Sicherheit den Anlauf auf die 16.000 und der DAX den Anlauf auf die 9,3. Jetzt ist der Markt schön voll, genügend Kapital im Markt, genügend Leute im Markt. Los, auf geht's. Macht denn deine DAX-Position? Hast du nicht? Ich habe heute aber dann nochmal 40 nachgelegt, einmal, zweimal 20. Nachdem der so ein Gas gegeben hat. So. Jetzt kommt der spannende Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Los. Hier ist das Zünglein an der Waage und im DAX ähnlich.
Bloß jetzt. Mir wäre es ja lieber, er fällt durch. Und nicht nur mit einem Spike, sondern richtig. Der DAX hat bis zu der gleichen Linie noch 20 Punkte Luft. Damit, wenn ich die gleiche Linie einzeichne, auch die Tiefsverbindung, die so massiv angelaufen worden hat, Luft bis zur 83. Und da muss ich eine Entscheidung treffen. Sigi, aber was haben wir auf der Trader-Woche gesagt? Was braucht man, um den DAX zu handeln? Ein bisschen Geld und Nerven. Obwohl B überwiegen muss. So, was vermissen wir jetzt? Fällt euch was auf an dem Bild? Wir wollen aus dem Chart lesen. Was fehlt? Na, Jungs, macht mal ein bisschen mit hier. Ihr wollt aber was lernen. Guckt euch mal das Chartbild an. Was fehlt? Was ist anders als die letzten 3 Stunden? Ja, wenn man jetzt ein bisschen hingeguckt hätte, hier sind wir einmal angelaufen, direkt Retour, direkt gekauft. Angelaufen, kurzer Spike, direkt Retour. Angelaufen, kurz gezuckt, wieder angelaufen und durch. Genau hier haben die Käufer gefehlt. Ja, was haben wir gesagt? Wenn es scheppert, dann scheppert es jetzt richtig. So, lass den Dow Richtung 16 laufen, dann rennt der DAX wenigstens Richtung 9,3. Da, dieses Szenario hat gefehlt hier. Da. Nein, ich bin im Dow ganz bewusst nicht drin, weil ich im DAX so hoch investiert bin. Und jetzt könnte die Wechselwirkung entstehen. Beim DAX ist die Linie bei 9,383. Wenn er die jetzt nach unten durchschlägt, wird er den Daumen mitreißen, so schaukeln die sich jetzt gegenseitig hoch. Ähnliches Verhalten hatten wir vorhin, deswegen habe ich nochmal nachgelegt. Deswegen habe ich die Position aufgebaut, erst auf 130, von 110 auf 130 und dann auf 150 DAX, zumal wenn nichts mehr passieren kann. Und hier unten bewegen wir uns jetzt im Niemandsland bis an die 9,3. Da wir uns in Niemandsland bewegen, habe ich die Kiste genauso aufgepusht, weil ich gesagt, jetzt kann nichts mehr passieren. Stopp enger ran und auf geht's. So, Rücklauf, komm, lass das Ding bestätigen. Und dann lasse die Pünktlein zu uns kommen. Rücklauf fast bis an die Linie. Wenn die Linie im DAX knackt, dann fange ich an, geizig zu werden. Das heißt, ich packe nochmal 20 DAXe drauf und ziehe den Stop um 60 Punkte tiefer. Stop geht dann auf die 9,470.
saubere Korrektur. Guckt es euch in 5 Minuten an, dann werdet ihr sehen, wie der 5 Minuten jetzt anfängt zu korrigieren. Das darf er. Fibo drauf. Korrektur bis 16.120, durchaus möglich. Und ansonsten, er schafft es nicht mal an die 38, sondern zieht direkt weiter durch. Ja, hätte ich machen können, mache ich aber nicht. Den DAO heute handeln. Wie gesagt, mein Setup im DAO ist, dass ich Gaps gegen den Trend handle. Das mag ich sehr gerne. Und wenn er mir das nicht bietet, dann ist mein Regelwerk, um den DAO zu handeln, hin. Das entspricht nicht meinen Regeln. Deswegen lasse ich es. Und im DAX habe ich ein klares Setup. Da habe ich ein klares Regelwerk. Da hänge ich in der Position. Ich betreue lieber die. Sauber, konzentriere mich darauf, dass ich die ganz sauber auch zu Ende bringe, weil das entspricht einer Wunschperformance von 10 Monaten, diese Position. Wir handeln in der Regel mit 3 Standardkontrakten und mein Monatsziel sind 200 Punkte. Das heißt, im Klartext wären das ungefähr 6.000 Dollar, das ist unser oder mein Monatsziel. Und wenn die Position im DAX rausfliegt, entspricht das ungefähr dem Ziel von 10 Monaten. Der DAO läuft heute schön vorne weg und der DAX hinterher. Aufpassen, ob er das Tief schafft. Go. Cloudouts. Na komm. Wir haben gesagt, er wird Richtung 16 laufen. Wenn der Richtung 16 läuft, dann läuft der DAX Richtung 9,3. Und ich bitte auch darum, dass er das tut. Wer hängt hier drinnen in der Position oder überhaupt in einer, im DAX oder im DAO? Georg, ich hoffe, du hast nicht gelongt. Stop auf 9,470. Jetzt kommen wir genau unten an die schräge Kante im DAX, die wir vorhin im DAO durchschlagen haben. Das heißt, wir können dann gleich das nächste Szenario nochmal ähnlich erwarten, dass er eventuell jetzt die Linie im DAX nach unten durchschlägt, die 9,380 und dann nochmal zurückläuft, die Linie bestätigt und dann sollten wir auch direkt die 9,3 ansteuern. Bitte arbeitet mit Engstops oder von mir aus auch mit Take Profits oder so. Ihr müsst damit rechnen, dass der Spike nach unten sehr schnell geht. Und wenn wir unten durch sind im DAX Richtung 9,3, dass dann die Kehrtwende einsetzt. Bei 9,3 lauern die ersten Käufer.
Stopp da oben drüber und ich hoffe, dass er 16 Uhr jetzt den Schub kriegt und hier unten in diesem Bereich werde ich glatt stellen. Mir kommt es jetzt nicht mehr auf 5, 6 Punkte drauf an, sondern mir kommt es jetzt nur noch drauf an, die Nummer sauber zu Ende zu bringen. Und wir bewegen uns bei 2,5% im Verlust, 3% macht das schon mal am Tag, aber dann sollte es auch langsam gut sein, okay? Ich nehme euch die mal wieder weg hier. Bestätigung der Linie. Hartmut, wo hast du deinen Einstieg wiedergefunden im DAX? Erste Reihe. Bei 9,413. Okay. Also 9,350, 9,340 unten bitte aufpassen. Hier sollten wir Richtung vielleicht sogar 15,950 laufen. Schauen wir mal. Ich schätze mal, das richtige Volumen wird erst um 16 Uhr reinkommen. Die paar Minuten müssen wir noch gemeinsam aushalten. Die Euro-Position habe ich jetzt vor lauter Schreck völlig aus dem Auge verloren. Die dürfte raus sein. Jo, da hat er sie rausgekegelt. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Georg hat einen kleinen Verlust long, schreibt er gerade, und hat trotzdem 18,5 Punkte heute. So, die paar Minuten bis 16 Uhr, die gucken wir uns jetzt noch an. Und dann werden wir uns auch 16 Uhr hier verabschieden. Bitte im DAX die 9,3 im Auge behalten. Und ich werde sehen, dass ich da unten aussteige, ob ich die komplette Position glatt stelle oder ob ich eventuell noch 20, 30 Dachse drinnen lasse, weiß ich noch nicht. Den Trade Guard wird es im Nano Trader Free nicht mehr geben. Deswegen gibt es die neue Order-Funktion.
mit den Folgeorder, die da miteinander verknüpft sind. Bei dem Nano Trader Free wird der Trade Guard wegfallen und auch die B-Trail Stops. Danke, Georg. Viel kann mir nicht mehr passieren. Im schlechtesten Fall fliege ich jetzt Durchschnittseinstieg 9,7 und 9,440 mit 260 Punkten raus und das mit 170 DAXen, da geht was. Warten wir ab, jetzt eine kurze Gegenbewegung bis 16 Uhr ist durchaus drinne. Der Dow scheint schon wieder, wir sehen die Schwäche von Long. Es ist gar nicht so doll. Die Bullen bäumen sich noch mal kurz auf. Was er so ein paar Sachen ausmacht, ist ja, dass es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn der Dow wieder Richtung 15.000 geht. Das wäre eigentlich noch mal fällig. Und was dann automatisch für den DAX auch 8,3 heißen würde. Das werde ich aber entscheiden, wenn er jetzt da unten durchgeht, wie weit wir den Stop nachziehen. Ansonsten würde ich die 9,3 erstmal packen, um für den Ausstieg, um dann nächste Woche einen neuen Einstieg zu suchen, würde aber auch heißen, ich halte morgen die Füße still. Wie heißt es immer, nach einem sehr guten Tag soll man ja auch sich was gönnen. Da die Sonne scheint, wir ein paar Steaks im Kühlschrank haben, werden wir genau das heute auch tun. Sind noch Fragen zu den Positionen? Für alle die, die jetzt im DAO oder im DAX da drin hängen, wenn er jetzt hier ein neues Tief macht, gerade im DAX, wenn er ein neues Tief macht unter der 70, den Stop über die Hochs, gerade die, die ein bisschen später eingestiegen sind, ne Hartmut, dann den Stop über die 9,93, dann den Stop da oben drüber. Alles gut, Georg. Bist ja ein freier Bürger in einem freien Land. Und du musst ja auch nicht mit mir reden, hier nahm das. So, letzten Zuckung, die letzte 5-Minuten-Kerze, die läuft in der Regel nochmal dagegen. Um 16 Uhr werden wir sehen, was passiert und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Aber wir sehen ja die Ungleichmäßigkeit gerade um diese Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr. Pünktlich 16 Uhr werde ich mich heute auch verabschieden hier. Ja. Haben wir eigentlich noch News heute Nachmittag? Nee, ne? Ja, der Dow geht gut ab 16:03, ab 17:30 Uhr. Wenn die Europäer raus sind, dann läuft der sauber, weil der handeln die Amis sind alleine. Was? In 3 Minuten kommen News. Okay. Jo.
Baubranche ist ja für die Amis immer wichtig. Und heute Abend 23 Uhr, super. Aber 34,7 Punkte, Hartmut, im DAX, oder? Letzte Minute können wir auch noch ab. Ja, die letzte Zeit war das nicht mehr so ausschlaggebend. Früher waren die Zahlen viel extremer, wenn die die Eigenheime gebracht haben. Aber die warten wir jetzt mal noch ab. Sigi, Position im DAX absichern. Hartmut ist schon raus aus seiner. Los, jetzt macht die Zahlen rot, damit der Dow abschmiert. Und wenn der Dow abschmiert, nimmt er den DAX mit. So ist es jedenfalls besprochen. Scheint doch besser gewesen zu sein als geplant. Georg hat knapp 40 Punkte heute. Schönes Tagesergebnis. Jo. Leicht höher, nicht so extrem. Können wir wieder ganz normal zum Chart übergehen. Dow hat das Tief bestätigt von der ersten Bewegung. Gucken, ob wir jetzt wieder Richtung Süden laufen. Unsere DAX-Position hat es überlebt. Was haben wir gesagt? Genau. Bob sauber die Linie bestätigt. Den Bruch nach unten und dann nochmal von unten gegengelaufen. Auf geht's. Okay. Position lassen wir laufen. Auf Ufbas werden wir dann ein bisschen was dazu schreiben, wenn sie raus ist. Bis dahin. Ja, soll es das gewesen sein für heute, oder? Wenn alles glatt geht, hören wir uns nächste Woche Dienstag Nachmittag wieder, so wie es vereinbart ist. Ansonsten bitte immer auf den aktuellen Terminkalender gucken, dort werden wir die Termine immer aktualisieren oder aktuell halten, okay? In diesem Sinne werde ich jetzt mich jetzt verkrümeln. Und euch auch ein schönes Wochenende. Genießt es. Lasst euch nicht ärgern. Euer Scalp-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin.